Hallo zusammen, in diesem Video, da schauen wir uns jetzt mal drei Gründe an, weshalb du immer wieder den Jojo-Effekt erlebst. Na, du möchtest endlich mal dein Wohlfühlgewicht erreichen und vor allem danach auch langfristig halten können. Na, vermutlich hast du in der Vergangenheit schon öfter mal abgenommen, aber du hast es eben nie geschafft, na, dein Gewicht danach auch dauerhaft zu halten. Ja, mit anderen Worten, na, du bist immer wieder so Stück für Stück in deine alten Muster zurückgefallen. Hier mal ein Keks. Da mal ein Stück Kuchen. Ja, und damit dir das nicht mehr passiert in Zukunft, wollen wir uns jetzt mal diese drei Gründe anschauen, ja, für deinen Jojo-Effekt. Also, zunächst mal, es ist eine zu krasse Gewichtsabnahme. Sehr, sehr oft, was ich bei vielen Leuten sehe. Was meine ich mit krass? Ganz einfach, zu viel Gewichtsabnahme in zu kurzer Zeit. Das ist natürlich verlockend, ja, so schnell wie möglich mal das Wohlfühlgewicht zu erreichen. Das bringt aber auch eindeutig Stoffwechselnachteile mit sich, wie wir gleich auch sehen werden. Und die werden langfristig nämlich, ja, zu einem echten Problem auch. Was wir verlieren möchten, das ist Körperfett. Ja? Dabei ist unser Körper aber limitiert. Einfaches Beispiel. Angenommen, du kannst hier im Monat, sagen wir mal, 1 Kilogramm pures Fett verbrennen. Ja? Jetzt machst du da irgendeine relativ strenge Diät, wo du wenig isst und du verlierst entsprechend auch viel Gewicht. Sagen wir, du verlierst jetzt mal in Summe, hier sehen wir 4 Kilogramm, ja, pro Monat. Ich sage schon ganz bewusst, du verlierst Gewicht 4 Kilogramm und kein Fett 4 Kilogramm. Na, denn bei diesen 4 Kilogramm, da wird nur ein kleiner Teil Fett sein. Na, in dem Beispiel mal, wir haben 1 Kilogramm Fettabnahme von diesen insgesamt 4 Kilogramm. Der Rest ist dann, der setzt sich zusammen aus verschiedenen Bestandteilen. Das ist dann zum Beispiel Wasser. Also wir sehen es hier, Muskulatur, Protein, aber auch Wasser. Ja, hier steht Wasser. Kommt noch ein R hin. Wasser. Also das sind so verschiedene Bestandteile, die eben nicht fett sind. Man sagt auch hier fettfreie Masse. Und da gibt es jetzt welche, die sind eher irrelevant, aber dann gibt es auch besonders wertvolle fettfreie Masse. Und ein schönes Beispiel ist hier eben die Muskulatur. Na, Muskulatur ist wirklich das Letzte, was du beim Abnehmen verlieren möchtest. Denn Muskulatur ist extrem stoffwechselintensiv. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Wenn wir Muskulatur verlieren oder auch andere proteinreiche Substanz, dann wird unser Stoffwechsel sinken und, um genau zu sein, wird dann eben dein Grundumsatz sinken, ja, und damit eben auch dein Gesamtkalorienverbrauch. Und exakt das ist aus Stoffwechselsicht ein erheblicher Nachteil, ja, wenn es dann später nämlich darum geht, dass du dein Gewicht auch gut halten kannst. Dann hast du nämlich das Gefühl, na, ich kann kaum noch was essen, ich esse nur noch so wenig und muss total kämpfen, dass ich überhaupt mein Gewicht halten kann. Im besten Fall. So, kommen wir jetzt mal weiter zum nächsten Punkt. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Spannung fällt ab. Es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn du ein Ziel erreicht hast, in dem Fall dein Wohlfühlgewicht erreicht hast, dann fällt meistens so die Spannung etwas ab. Und du denkst, Mensch, jetzt kann ich mir auch mal, ja, das sind so die typischen Gedanken, jetzt kann ich mir auch mal was erlauben. Ja, und das ist übrigens auch schon mal so ein impliziter Gedanke, der eigentlich schon falsch ist, weil du solltest dir auch in der Abnehmphase immer mal wieder was erlauben dürfen. Das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und wenn du dann den Gedanken hast, jetzt kann ich mir endlich mal wieder was erlauben, dann bist du eigentlich schon auf dem besten Weg zurück in dein altes Muster. Und was mich auch so generell stört in den Medien, da geht es immer nur darum, ein Ziel zu erreichen, am besten, ja, wir sehen es hier, immer schneller, immer extremer. Ja, das ist so die Grundrichtung in den Medien, das zieht halt, ne? Das bringt Aufmerksamkeit. Genau, das ist aber das Problem. Es spielt nämlich eine riesengroße Rolle, wie du abnimmst. Ja, wir sehen es hier. Ganz entscheidend, wie du abnimmst. Ja, und wie du abnimmst, hat nämlich ganz großen Einfluss darauf, wie gut oder wie schlecht du später in der Lage sein wirst, dein Gewicht auch dauerhaft zu halten. Und wie gesagt, es geht immer nur darum, ja, in den Medien jetzt auch, wie erreiche ich ein bestimmtes Gewicht, aber niemand kümmert sich darum,
ja, wie geht es danach für dich eigentlich weiter, damit du dein Gewicht auch gut halten kannst, ne? Und das ist einfach fatal. Na, du arbeitest hier monatelang oft in eine bestimmte Richtung, erreichst dann auch unter Umständen ein Ziel, ja, und das war dann einfach langfristig gesehen umsonst, weil du quasi mit Ansage in den Jojo-Effekt reinrennst. Ja, das ist auch ein Stück weit eine mentale Vorbereitung auf die Haltephase, die wichtig ist. Und wenn wir unser Wohlfühlgewicht erreicht haben, ja, dann kommt ja der nächste Punkt, dann sind wir ja noch nicht am Ziel. Ja, und das vergessen einfach die meisten Menschen. Und deswegen haben wir einfach in unserem Coaching auch ganz bewusst die Haltephase dabei. Na, exakt darum geht es hier, weil entscheidend ist halt auch wirklich so der Punkt, wie geht es eigentlich danach weiter? Na, das ist ja ganz, ganz wichtig. Kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt. Es gibt oft keinen Plan für die spätere Ernährung. Und hier geht es jetzt ganz konkret um die Ernährung in der Haltephase. Ja, damit wir auch später in einem Gewichtskorridor drinbleiben, in so einem relativ engen. Ja, weil wir möchten später keine krassen Schwankungen erleben. Also wir haben eine bestimmte Ernährungsweise und erreichen damit unser Wohlfühlgewicht. Und jetzt ist es elementar wichtig, dass wir die Ernährung später auch an die neue Situation in der Haltephase anpassen. Und wenn du hier keinen klaren Ernährungsfahrplan hast, dann wirst du da ganz schnell mit starken Gewichtsschwankungen kämpfen müssen. Und dann ist Gewicht halten wirklich ein Kampf später. Natürlich hast du in der Haltephase ernährungsmäßig mehr Spielraum. Du darfst wieder ein bisschen mehr essen, aber das ist kein Freifahrtschein für ein hemmungsloses Essen. Wir schauen uns das auch mal sehr gerne hier an. Also wir haben im Prinzip zwei Phasen, mal vereinfacht gesagt. Einmal die Abnehmphase, ja, also hier erreichen wir sozusagen unser Wohlfühlgewicht und später kommt dann die Haltephase. Und wir haben in der ernährungsmäßig in der Abnehmphase haben wir, ich nenne es mal vereinfacht, Ernährungsplan 1. Ja? Und später, wenn wir dann in die Haltephase übergehen, dann haben wir natürlich eine etwas angepasste Ernährung und das ist Ernährungsplan 2. Aber ganz entscheidend ist, dass die Anpassung auch wirklich stattfindet und auch vor allem auf die Situation, auf die Person zugeschnitten stattfindet. Na? Also das sind dann einfach so, gerade so die Basics, ja, also Portionsgrößen, Kalorienseite, das muss einfach alles angepasst werden. Ja. Ja, und jetzt mal, wie setzen wir das hier im Coaching um? Also ganz klar, sobald wir von der Abnehmphase in die Haltephase übergehen, da passen wir die Ernährungspläne an. Ne? Wir nehmen dich hier komplett an die Hand, ja, und haben jetzt eben auch einen Gewichtskorridor, in dem wir dann sehr eng drin bleiben. Das ist dann immer so ein bestimmter Gewichtsbereich, den wir dann eben nicht mehr verlassen. Und wenn du, einfaches Beispiel, dein Wohlfühlgewicht so, sag mal, 70 Kilogramm erreicht hast, dann bewegst du dich später eben so zwischen, ich sag mal, 69 bis 71 Kilogramm so. Und so hast du dann nämlich auch nicht mit diesen fiesen Gewichtsschwankungen zu kämpfen und hast einfach so auch eine Sicherheit, dass du dein Gewicht gut halten kannst später. Ja, und wenn du mal gerne mehr erfahren möchtest darüber, wie du abnehmen solltest, na, damit du dein Gewicht später auch wirklich dauerhaft und vor allem auch alleine halten kannst, dann komm hier gerne mal in unser kostenloses Strategiegespräch. Geh dazu einfach auf www.christianlene.de und füll dann entsprechend kurzes Formular aus. Und dann können wir uns nämlich mal im nächsten Schritt auch mal deine Situation anschauen und dir auch mal zeigen, wie die Strategie in deinem individuellen Fall dann eben auch aussehen kann.